Können wir unser Werkstück mit nach Hause nehmen. Im ersten Ausbildungslehrjahr tut man mehr so die Handfertigkeiten lernen, um halt ein Gespür zu bekommen, auch die Sachen richtig zu prüfen und halt richtig herzustellen. Aber sehr groß geschrieben wird halt immer noch das Feilen, um mal überhaupt ein Gespür zu bekommen, um zu sehen, wie viel Material man abnimmt. Das sind jetzt ein paar Blechbiegeübungen, wo man einfach auch vom Maß und vom Winkelgefühl her, das zu biegen, einfach einen Eindruck bekommt. Ja, also das gehört zu CAD und CNC-Technik. Dafür haben wir extra Kurse. Da kriegen wir so die Grund- und Basics beigebracht. Und halt auch dann an der Dreh- und Fräsmaschine tun wir das auch umsetzen. Unser eigenes Programm schreiben und halt, wenn wir unser Werkstück mit nach Hause nehmen, wenn es geklappt hat.